So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere mit dem SV Darmstadt 98. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit einer richtigen Knallerpartie, die ansteht. Nämlich gegen den Tabellendritten aus Leverkusen. Aber wer die letzten Parts gesehen hat, ich glaube so oder so ähnlich, habe ich die letzten zwei Folgen auch angefangen. Der weiß, dass wir uns in einer bombastischen Verfassung befinden, wo es mir gleich die Worte verschlägt. Und wo wir einfach weitermachen müssen. Einfach weiter, weiter, weiter. Bis zur Winterpause durchziehen. Möglichst viele Punkte noch mitnehmen mit der tollen Truppe, die wir da am Start haben. Und aber auch über ein bisschen noch was quatschen. Denn ihr habt es mir in den Kommentaren dagelassen. Schlappi, überleg nicht lang. Verlänger den Vertrag. Verlänger den Vertrag mit dem Niemeyer, wollte ich schon sagen. Mit unserem guten Jungwirt, mit dem Florian. Verlänger den einfach. Der wird uns noch voranbringen. Hier ist er, der Gute. Verhandlungen sind da am Laufen. Ich glaube nicht, genau, ich glaube nicht, dass er die annimmt, die wir ihm da mitgegeben haben bezüglich keine Rolle im Verein, beziehungsweise im Kader und so weiter und so fort. Da werden wir wahrscheinlich Richtung wichtiger Stammspieler gehen. Jungwirt, ihr habt ja recht, einer der spielt das Problem. Was heißt das Problem? Die Sache ist nur die, wie sieht's nächste Saison aus? In welche Richtung wollen wir uns entwickeln? Und so weiter und so fort. Übrigens auch nochmal Dankeschön. Der Hut, da haben wir scheinbar echt die Kaufoption von 2 Millionen noch in TUS oder im Vertrag stehen. Das wäre natürlich auch ein Ding, Jungs. Da Hut holen, dann hätten wir mit der Hut und mit Dausch unfassbar geile Spieler mit am Start. Mit Kain Zwembacher auch nochmal Talente. Also das wäre dann schon eine ziemlich ausgeglichene Truppe, was Routine und was jugendliche Frische angeht. Ich glaube, das wäre sehr, sehr nice. Von dem her, das versuchen wir. Aber da war ich lange im Überlegen, aber ich stimme euch dazu, Jungs. Wir verlängern da auf jeden Fall mit Jungwirt und werden den guten Mann auf jeden Fall bei den Darmstädtern halten. Das war das eine, was ich ansprechen wollte. Und zum anderen wollte ich mal ganz, ganz kurz noch über ein anderes Thema quatschen, was ich schon ein bisschen im Livestream beantwortet habe. Aber ich glaube, das ist mir nämlich neulich so, oder was ist neulich, vorhin eingefallen. Ich glaube, ich habe das noch nie in einem Video gesagt. Und deswegen kommen auch die Kommentare immer wieder. Ich dachte, ich hätte das schon mal angesprochen. Habe ich aber, glaube ich, nicht. Und zwar bezüglich der zweiten Karriere. Ihr habt es mitbekommen, wir hatten bis vor einem knappen Monat, glaube ich, sowas in dem Dreh, noch die Karriere mit dem FC Barcelona am Start. Die wir ja auslaufen haben lassen, wo wir nicht weitergemacht haben. Und ich habe ja gesagt, dass danach relativ bald eine neue Karriere starten wird. Natürlich weiterhin zeitgleich zur Darmstadt-Karriere. Problem, Konflikt, Zwiespalt, ich weiß nicht, wie man es auch immer nennen will, momentan ist. Ihr habt es mitbekommen, den ersten stecke ich in der Vorbereitung, was jetzt alles keine Ausreden sind. Ich will es euch nur mal kurz erklären. In der Vorbereitung vom Training, bin gleichzeitig noch am Renovieren und das ist wahrscheinlich auch somit der größte Teil. Es stehen unfassbar viele Projekte jetzt noch an in den kommenden Wochen, auf die ich unfassbar Bock habe und die geplant werden müssen. Da geht auch was in Richtung einem Karriereprojekt, in Richtung einem Stream, in Richtung Fatal, in Richtung ein anderes Turnier, was ihr auch noch sehen werdet und. Sprich, da steht eine ganz, ganz große Menge an, die ich jetzt erstmal so ein bisschen ins Rollen bringen möchte, bevor wir eine Karriere starten und die dann nur so halbherzig angehen. Das ist so ein bisschen das Problem, beziehungsweise das Dilemma, in dem ich mich befinde. Ich kann euch so viel sagen, sobald ich umgezogen bin, das dürfte, denke ich mal, in, boah, ich würde schätzen, 2-3 Wochen der Fall sein. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Dann werden wir da auf jeden Fall wieder reinstarten und dann wird es auch eine zweite Karriere geben. Mit wem und so weiter und so fort, das werden wir dann ansprechen, wenn es soweit ist. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Aber für alle, die vielleicht noch was anderes sehen wollen neben der Darmstadt-Karriere, denen empfehle ich auf YouTube, wo ihr gerade seid, ab und zu gucken, wenn ich ein Infovideo hochlade, wenn es mal wieder einen Karrierestream gibt. Geplant ist da wöchentlich am Samstag. Auch da momentan, ich bin in der Vorbereitung, heißt, man hat am Wochenende durchaus mal 2 Spiele, statt sonst wie immer nur sonntags. Ist es ein bisschen schwierig, das alles zu planen, aber da wird es auf jeden Fall demnächst wieder einen Karrierestream geben, den wir zusammen zocken werden. So, das wollte ich eben mal loswerden, nur damit ihr da grob Bescheid wisst, wie es die kommenden Wochen weitergeht. Also ich schätze mal so, spätestens in einem Monat, dass wir auf jeden Fall eine neue Karriere starten. Bis dahin gibt es Darmstadt halt ein bisschen mehr, statt wie sonst gemischt Darmstadt und eben das andere. Das als kleine Info. So, ich würde sagen, wir quatschen jetzt echt nicht länger mehr drum rum, Freunde, sondern wir gehen rein. Never change a winning team. Die zweite, dritte, vierte. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das jetzt schon am Stück sage. Aber wir wollen da erstmal nichts verändern. Spielen wieder mit Dausch von Beginn an. Der Mann, der unfassbar eingeschlagen hat bei uns. Der Tore schießt wie am Fließband. Die Dausch-Rausch-Connection, die Dausch-Rausch-Verbindung. Das haben wir ja schon im letzten Part angesprochen. Da haben wir ihn auch noch, den Rausch. Schauen wir mal, ob das wieder funktioniert. Ob wir auch heute wieder so ein geiles Türchen hinbekommen wie zuletzt. Leverkusen, wie gesagt, auf Rang 3. Das wird so eines der schwierigsten Spiele der letzten Wochen. Der Beginn unserer Serie, der hat ja, das waren ja die Gegner aus Wolfsburg und aus Schalke, wo wir die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Auch keine schlechten Gegner, gar keine Frage. Aber Leverkusen, Tabellendritter, der den Anschluss nach oben nicht verlieren möchte. Leverkusen ja sozusagen die schlechteste Mannschaft der drei Besten, wenn man so will. Danach kommt ja schon ganz schöner Abstand zum Rang Nummer 4. Die wollen den Abstand nicht verlieren, die wollen halt auf jeden Fall diese Serie schlagen gegen uns. Und wir müssen da irgendwie dagegen halten, ne?
und am Ende doch vielleicht zumindest einen Unentschieden mitnehmen. Also ich will ja punkten, wir sind groß, wir haben ein großes Selbstvertrauen, wir sind richtig gut drauf und in dem Sinn, let's go, wenn es dir wieder gefällt, lasst den Daumen nach oben da, vielleicht könnt ihr die 2000 Likes, würde ich mich freuen und damit starten wir jetzt rein. Gegen Bayer 04 Leverkusen heute. Ich würde sagen, wir gehen taktisch gar nicht großartig was an. Spielen es jetzt einfach so, wie standardmäßig eingestellt ist. Und der Ball, der kam viel zu spät auf Frančić. Und dann gucken wir einfach mal, was das wird gegen Böder und Co. Böder scheinbar da Neuzugang. Papadopoulos sehen wir dann noch so ein bisschen im Blick. Leno weiterhin, der hinten den Kasten hütet. Der da hinten aufpasst. Kramer, Kiesling. Also noch sehr, sehr viele bekannte Gesichter bei den Leverkusenern mit am Start. Kiesling, der auch im Fokus ist, warum auch immer. Doch, ich glaube, das ist sogar der Top-Torschütze nach Forsberg jetzt sozusagen. Gegen die Leipziger haben wir ja letztes Mal gespielt oder vor ein paar Tagen. Da war Forsberg noch Top-Torschütze der Fußball-Bundesliga. Ich glaube, mittlerweile ist es Stefan Kiesling. Und jetzt gibt es die Riesenchance, Jonas Mali, und der ist drin. Boah! Ein bisschen glücklich in der Entstehung, würde ich sagen, Freunde. 9. Minute, da können wir relativ wenig machen. Kiesling gewinnt einfach das Kopfballduell. Das ist nicht weiter tragisch, das kann er, der Mann. Aber dann läuft da Mali völlig frei im richtigen Moment los. Und Yunus Mali, der Ex-Mainzer, macht die Küche rein. 1:0 hinten, Freunde. Okay, das ist ein Start. Das ist eine Ausgangsposition, die wir so lange nicht mehr hatten. Früh hinten zu liegen. Da müssen wir jetzt halt mal richtig ranklotzen, mal richtig Gas geben, um das hier noch zu drehen. Vor allem, wie gesagt, gegen eine starke Leverkusener Elf. Oder kommt da gleich Tausch! Er kriegt ihn nicht unter. Eine der wenigen Möglichkeiten, die unser Youngster da vorne vergibt. Sonst ist er bei einer knappen 100%-Quote. Diesmal kriegt er ihn leider nicht unter. Nochmal Tausch. Ist das ein Elfmeter? Es ist ein Elfmeter. Es ist ein Elfmeter, meiner Meinung nach, den wir kriegen und die gelbe Karte für Bender. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Tohu wa bohu in Darmstadt. Was pfeift der Schiedsrichter? Also, Bender bekommt gelb, 13 Minuten vorbei. Und meiner Meinung nach waren wir da. Er pfeift den Vorteil ab. Er pfeift den Vorteil ab. Ich dachte schon, Tausch kriegt da jetzt den Elfmeter. Leider Gottes ist es nicht so. Ich bräuchte eigentlich einen Rechtsfuß. Ich spiele den auf Tausch, Jungs. Ich spiele den auf... Nicht auf Tausch, ich spiele den auf Garic. Garic! Überragendes Ding! 16. Minute, wie einstudiert. Das 1:1. Gleich die Antwort auf das Leverkusener Führungstor. Wunderbar gemacht von Garic. Boah, dass der den so reinkriegt. Damit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, muss ich gestehen. Gucken wir uns nochmal an, der hat genau gepasst. Leno ohne Chance, die Mauer steht umsonst. Und dann macht der Garic den aber mit ganz viel Gefühl, Freunde. Und solche Buden, die machst du nur, wenn du Selbstvertrauen hast. Und das hat er, der Györgi. Der Györgi mit dem 1:1. Wichtiger Treffer, wir sind wieder zurück im Spiel. Und von Leverkusen, das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, und von uns natürlich auch. Es kam von beiden noch nicht viel. Beide Mannschaften mit der ersten Chance, die sie gleich eiskalt nutzen. Also wenn es so weitergeht, wird das ein sehr, sehr unterhaltsames, interessantes Spielchen hier, das wir noch erleben an diesem Fußball-Bundesliga-Samstag, an diesem Spieltag. Aber hoffentlich, wie gesagt, mit dem besseren Ende für uns. Nur unentschieden, das wäre Torben. Unentschieden, ich wäre zufrieden, auch wenn unsere Siegesserie sozusagen da ein bisschen reißen würde. Völlig egal, gegen den Tabellendritten, gegen Leverkusen unentschieden. Wäre schon mal sehr, sehr stark, aber vielleicht geht auch mehr. Guido Burgstaller. Oh, da kommt er nicht ganz durch, probiere ich es mal mit der etwas riskanten Aktion. Leno wieder in Ballbesitz. Nach vorne gespielt. Bender. Da ist Bönisch. Da ist Frančić. So, Frančić. Gut. Ganz unten. Oh mein Gott, Jungs. Der hätte da gleich hingesollt. Dann hätte ich ihn danach nicht mehr spielen müssen. Tausch wäre wieder durch gewesen. Der junge Mann. Schade, schade. Bönisch. Ne, Donati. Da ist Böder. So rum. Kramer. Kommt schon. Boah, ihr merkt, wir sind gerade richtig gehypt. Ich will jetzt gleich das zweite Tor hinterher. Ich will jetzt hier gegen Leverkusen den zweiten Treffer holen. Machen und dann hier mal richtig, richtig feiern. Chancen sind vielleicht da, der Hut. Braucht ein bisschen zu lange. Ich habe da kurz gewartet, gezögert, ob der Schiedsrichter noch pfeift. Hat das allerdings nicht als Foulspiel empfunden. Guter Ball nach unten, da ist Freunde. Rio Sing der kommt da durch. Und dann ist Martinha da. Martinha habe ich auch in den Kommentaren gelesen, sollen wir verlängern. Der Mann, der will nicht. Für alle, die vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben im Let's Play und die es nicht mitbekommen haben. Martinha möchte nicht verlängern, der möchte eine neue Herausforderung und. Wir können es nochmal probieren, sobald es vielleicht möglich ist. Ich probiere jetzt einfach mal den langen. Aber der Junge möchte nicht verlängern. Leider Gottes, da müssen wir uns auf jeden Fall nach einem neuen Keeper umschauen. Und das schon in der Winterpause haben wir angesprochen. Rausch. Probiert mal den langen auf Tausch. Vielleicht rennen die sich gegenseitig über den Haufen. So oder so ähnlich habe ich es mir vorgestellt. Trotzdem die Leverkusener wieder in Ballbesitz. Rio, überragend von Dahoud. Das war da nicht überragend. Dahoud heute noch nicht mit der allerbesten Figur, die er abgibt. Spielt nicht schlecht, um Gottes Willen, aber ist
zum Teil so ein bisschen glücklos. Guter Ball auf Burgstaller. Oh, da wären wir sogar vorbeigekommen. Böder, der sich leicht verschätzt hat. 9 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit gegen Leverkusen. Eine sehr anständige Partie, die wir zeigen. Früh hinten gelegen, Moral bewiesen, wieder rangekommen. Und der Hut kommt da nicht durch, schade. Wieder ein bisschen riskant von mir. Muss ich vielleicht auch einfach mal die einfacheren Bälle spielen. So, jetzt haben wir den erstmal wieder unter Kontrolle. Und machen das jetzt echt sehr, 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 sehr gut. Ausch, dass der den aus der Drehung noch so gut kriegt. Nicht schlecht. Burgstaller. Auch ein guter Ball. Durchgesteckt, auch der ist nicht schlecht. Dausch. Wird da von hinten so ein bisschen aggressiv attackiert. Natürlich auch kein Freistoß, um Gottes Willen. Aber Dausch jetzt schon in der ZOM-Position, Jungs, in der Situation. Versucht da einen Konter bzw. einen Angriff herbeizuführen. Donati. Wir sind nah dran. Wir pressen wieder ganz gut. Das gefällt mir auch. Und jetzt müssen wir den kriegen. Burgstaller. Burgstaller, das ist überragend gemacht. Und dann ist er nicht. Doch, da ist drin. Florian Jungwirth, das ist auch eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt. 48. Minute in Darmstadt zum zweiten Mal klingt die Torhymne. Und der Mann, mit dem wir verlängern wollen, der glaube ich bisher noch kein Tor hat, der macht die Kiste. Dausch bleibt da noch hängen. Wunderbar, überragende Vorarbeit auch von Guido Burgstaller. Und dann steht es auf einmal 2:1. Und wir drehen das Spiel gegen Leverkusen. Und wir sind immer noch so ein bisschen, zumindest ich, in dieser Verfassung, dieser Meinung, beziehungsweise vom Kopf her so dabei, dass man das gar nicht wahrnimmt. Man spielt, man spielt, man spielt, man gewinnt. Und trotzdem kann man es nicht wirklich realisieren, was da gerade abgeht in den letzten Wochen, Freunde. Wir gehen rein in die Pause. 2:1 Führung. Wir drehen ein 0:1 nach ein paar Minuten zu einem 2:1 zu unseren Gunsten gegen Leverkusen. Und wir gucken mal rein in die Tabellen, beziehungsweise nicht in Tabellen, sondern auf den anderen Plätzen. Wie es da steht, Bayern Hannover Topspiel heute Abend. Hoffenheim gegen Köln noch torlos, 0:0 unentschieden. Und der VfB Stuttgart führt zu Hause im Schwäbenländle gegen den Sportclub aus Freiburg, gegen unseren letzten Gegner mit 2:0, Freunde. 2:1. Unsere Defensivakteure mit den Buden, Gadic und Jungwirth, überragend, wie die da vorne kicken, wie die das da machen. Was heißt da vorne? Da hinten. Und vorne einfach die Arbeit der Stürmer abnehmen. Genau so soll es sein. Das war da. Oh, Jungwirth, das war jetzt dann aber nicht so gut. Das war da variabel auch sind, was Torschützen angeht. Wir waren letzte Saison sehr, sehr stark auf Rančić und auf Burgstaller angewiesen, die viele Buden gemacht haben. Das wollen wir natürlich weiter beibehalten, dass wir einen Top-Scorer haben und so. Aber, oh, stark von Dausch, überragend. Aber trotzdem auch ein bisschen variabel sind. Dausch, kommt der an? Der kommt nicht an. Ich habe es mir schon gedacht, dass ich den so nicht spielen kann. Leider Gottes. Aber alles gut. Leverkusen 60% Ballbesitz. Wir haben jetzt gerade in der Halbzeit gar nicht die Statistiken angeschaut. Interessieren uns aber soweit auch gar nicht momentan. Also da wieder die... Oh, schade. Die Mannschaft mit mehr Spielanteilen, was so den Ballbesitz angeht. Allerdings, glaube ich, von den Chancen müssen wir uns absolut nicht verstecken. Das ist relativ gleichwertig, was da bisher herausgespielt wurde. Bönisch. Der das nicht schlecht macht. Aber so, wenn wir die Leverkusener halten, wenn wir so weiterhin da hinten gut stehen, vorne trotzdem relativ früh attackieren, dann ist das wunderbar. Spieler im Fokus, da Jungwirth, ganz klar. Da ist er, holt sich den überragend. Also wir werden versuchen, mit dem zu verlängern. Starke Grätsche da. Von Kramer war das. Der Weltmeister. Und da ist wieder Jedwai, Freunde. Auch ein super Talent in FIFA 16. Aber Leverkusen kommt nicht gerade nicht rein. Ich dachte ehrlich gesagt, die legen jetzt los wie die Feuerwehr. In Durchgang 2 hatten sie vielleicht auch vor, aber wir attackieren da so bombastisch stark und pressen und schieben und stehen gut, dass Leverkusen kaum Möglichkeiten hat, irgendwie über die Mittellinie zu kommen, obwohl wir da, wie gesagt, so früh noch gar nicht attackieren. Wir attackieren so gerade an der Mittellinie, aber mehr als handballmäßiges um den 16er oder nicht um den 16er, um die Mittellinie herum gespielt, komm nicht rum. Jetzt mal aufpassen, gut dazwischen und dann kann Martinha überragend klären, aber Kampel setzt sich gegen Burgstaller wieder durch. Donati und das Spiel beginnt von vorne. Aber das soll uns egal sein. Und wenn das jetzt noch eine Stunde so geht, Freunde, in diesem Part, das ist mir Wumpe. Solange wir das Spiel hier gewinnen, Donati. Ganz stark Jungwirth. Dausch läuft. Oh, Jungwirth kann sich dann leider nicht entscheiden durchsetzen. Und wir müssen wieder einschieben. Burgstaller, der jetzt da die Position von Jungwirth einnehmen will. Kießling, der den guten Ball nach oben spielt. Franšić. Kein Freistoß, nix. Dausch überragend. Kommt einer hin da. Franšić muss da früher hin. Da muss er früher merken, dass da ein bisschen Not am Mann ist. Und dann ist nicht Not am Mann. Dann ist es zu spät. Stefan Kießling, 68. Minute. Da passiert 20 Minuten lang gar nichts. Und dann schlägt er eiskalt zu. Kießling mit dem Treffer. Da ist er halt eiskalt. Macht die Kiste, Jungs. Wir gehen mal rein. Wir müssen mal ein bisschen wechseln.
Ganz, ganz stark gemacht von ihm. Und ich glaube, wir gehen jetzt wieder mit Kainz auf der 10 das Ganze mal an. Bringen Wembacher auf der 6. Und sonst lasse ich alles mal... Nee, ich bring Derdjok vorne. Ich bring jetzt vorne mal Derdjok. Ich habe heute ein gutes Gefühl mit ihm. Dausch, der ein bisschen glücklos war, der sich angestrengt hat, der geackert hat, der wieder eine sehr, sehr starke Partie gemacht hat. Mehr oder weniger die Vorarbeit gegeben hat zum zweiten Tor durch den erst verunglückten Schuss und dann den, ja, Abpraller, der dann von Jungwirth verwertet wurde. Aber der hat mir... Oh, der kommt sogar. Der hat mir echt wieder gut gefallen. Aber ich glaube, heute ist der Tag für Eren Derdjok. Ich glaube, der Junge, der reißt heute was. Ich glaube, der macht heute den Siegtreffer, Freunde. Und wir waren die letzten Wochen nicht so schlecht dagestanden mit unseren Einwechslungen. Das war immer mal wieder ein Lucky Punch, der mit dabei war. Aber erstmal aufpassen, dass Leverkusen hier nichts macht. Kommen über die Seite. Flanke ist nicht schlecht. In die Mitte können wir uns durchsetzen. Kainz eingewechselt. Frisch kann da kontern. Jungwirth, kein Abseits von Eren Derdjok. Da läuft der Mann das erste Mal. Eren Derdjok. Und dann ist Leno da. Das wäre jetzt eine Geschichte gewesen. Mit Ansage fast das 3:2 für Darmstadt. War auch, glaube ich, unsere erste Möglichkeit. Ähnlich wie die von Leverkusen im zweiten Durchgang. Guter Ball. Wembacher, das gibt's ja nicht, Freunde. Unsere Defensivkräfte, die haben euch Bock auf Tore. Gelernter Innenverteidiger, gespielt im Mittelfeld und mit dem Tor im Sturm fast so ungefähr. Unglaublich von Wembacher. Aber genau diese Flexibilität, wir haben es angesprochen, die macht uns aus, die wollen wir weiter forcieren. Überragend, überragend gemacht, Freunde. Von dem guten Burgstaller. Och, da probiere ich es mit dem Chip. Da hätte ich schießen müssen, aber ich glaube, der wäre auch nicht wirklich... genau gekommen, schade. Aber wunderbar da gemacht von Eren Derdjok. Der das stark einleitet, das Ganze. Derdjok, wieder gut. Ah, den wollte ich nicht anspielen. Bönisch dazwischen. Freunde, wir haben noch 9 Minuten. Also die Frage ist, was tun wir? Beton anrühren, versuchen das 2:2 mitzunehmen. Einfach so weiterspielen. Hoffen, dass das gut geht, was ja bislang der Fall ist. Oder offensiv spielen, auf den Sieg gehen. Das sind so die Optionen, die wir haben. Ich will hier nicht zu viel riskieren. Wir nehmen, wie gesagt, sehr, sehr gerne am Ende diesen Punkt mit. Das wäre sehr, sehr stark. Ich würde mich freuen. Derdjok. Und ich denke ja auch. Derdjok, kein Abseits. Rausch mit der Möglichkeit. Konstantin Rausch. Wo macht er denn den hin? Der Ball, er geht nicht rein. Scheiße, scheiße, scheiße. Da war mehr drin. Da war mehr drin. Egal, ob schwacher Fuß oder nicht. Den muss er zumindest auf die Bude kriegen. Schafft er nicht. Toprak. Da ist Donati. Nochmal die Linie gespielt. Stefan Kießling. Und im Gegenzug. 89. Minute. Leverkusen fast mit der Kiste. Ich gehe jetzt auch sehr defensiv. Die letzten Sekunden, Jungs. Dausch, guter Ball. Oder gibt es hier nochmal die Chance? Der Diok. Ah, der muss ja weit nach hinten, weiter nach hinten spielen. Ganz stark Wembacher. Oh, dann gibt er den Freistoß, Jungs, war das? Das war meiner Meinung nach ein relativ normaler Zweikampf. Und dann ist auch die Nachspielzeit jetzt gleich vorbei. Hoffen, dass Leverkusen da nicht nochmal mit einem langen Ball gefährlich wird. Der lange Ball, der kommt schon mal, aber wir können uns da befreien. Kainz kriegt den nicht weg. Aufpassen, aber jetzt ist Schluss. Also, Siegesserie mehr oder weniger ein bisschen gerissen. Unbesiegbar. Serie weiter am Laufen. Wir spielen 2:2 gegen Bayern 0 für Leverkusen. Das ist mehr als in Ordnung. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Passgenauigkeit vielleicht ein bisschen niedrig. Ballbesitz auch ein Tickchen zu niedrig, auch wenn wir da nie drauf schauen. Aber gute Chancen herausgespielt. Hatten auch die Möglichkeit, am Ende das Ding für uns zu entscheiden. Hat nicht gereicht, aber ein Unentschieden gegen den Tabellendritten zu Hause ist, denke ich, mehr als in Ordnung. Das ist wunderbar. Und damit können wir sehr zufrieden sein. Ihr habt gemeint, wir sollen mal, und das habe ich auch angesprochen, im Training mal wieder ein bisschen tauschen. Vor allem, also was die Einheiten angeht. Die Spiele an sich, die können wir fast so lassen. Aber was die Einheiten angeht, Abschluss, das wäre schon mal gar nicht schlecht für Dausch. So, Kainz werden wir auch mal ein bisschen was verändern, damit auch der sich weiter schön entwickelt. Was machen wir denn da mal? Schuss bei Kainz, vielleicht ein bisschen mehr. Oder passen. Ich glaube, wir gehen eher ein bisschen Richtung Passspiel noch. Machen wir mal das hier. So, dann Dahoud. Was können wir bei Dahoud mitgeben? Der ist eigentlich schon ein relativ ausgeglichener Spieler, ne? Abwehr. Machen wir Mittel hier. Zweikampfwerte noch ein bisschen steigern. Klotz, da machen wir ruhig auch was vorgeschlagen wird, aber zumindest mal was anderes hier. El Rondo, bisschen Passspiel unter anderem mit dabei. Und zu guter Letzt nochmal der gute Pollersbeck. Auch der kriegt natürlich... da eine neue Aufgabe, dann machen wir hier mal durchsetzen. So, simulieren wir alles, gehen wir das mal durch, mal gucken, ob es einen großen Fortschritt gibt. Ich glaube eher nicht, aber das werden wir gleich sehen. Kainz, oh, Klotz macht eine 57 voll, das ist schön.
macht da viele, 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 viele Wege. Abfangen, faire Zweikämpfe, ich denke, das ist auch wichtig für den ZDM, gar keine Frage. Das passt soweit. Und wir gucken, wir springen kurzfristig auf Rang 4, Jungs. Boah, also wir sind momentan die beste Mannschaft nach den Top 3, muss man so sagen. Wie gesagt, da ist ein großer Abstand auf Leverkusen, auf Hertha, auf Bayern. Und dann sind wir die Besten. Die viertbeste Mannschaft Deutschlands, der SV Darmstadt 98. Unfassbar. Klar, wir müssen dazu sagen, Frankfurt und Schalke hat noch ein Nachholspiel, die können uns noch überholen. Aber nichtsdestotrotz, unfassbar, was da momentan abgeht. Das gibt's gar nicht. So, jetzt schauen wir mal rein. Jetzt wollen wir auf jeden Fall mit Jungwirth verlängern. Was steht da nochmal genau geschrieben? Will wissen, welche Rolle er spielt. Und da werde ich ihm jetzt auf jeden Fall mal hier wichtiger Stammspieler mitgeben. Ist mittlerweile schon die dritte Verhandlungsrunde mit ihm. Und dann hoffen wir, dass das passt. Auch durch das Tor natürlich nochmal ein paar Argumente gebracht, dass wir vielleicht mit ihm verlängern sollten. Und ihr wünscht es euch, von dem her gehen wir das an. Bleiben wir dem guten Jungwirth treu. Der Jungwirth bleibt uns treu, dann ist alles gut. Wir schauen mal rein. Ich denke, das sollte er unterschreiben. Jawohlski, er ist mit am Start. Monatsbericht Jugendmannschaft. Okay, da bleibt auch alles beim Alten relativ. Pollersbeck und Bütroff. Ja, mal gucken, was da noch draus wird. Und das monatliche Scouting-Update wollen wir auch nicht außer Acht lassen. Gucken wir uns mal ein paar Spieler an. Okay, den Kern Görtler, den können wir da gleich mal ablehnen. Das ist ein bisschen zu schwach, selbst für uns. Die anderen sehen, 76 bis 94, Gerhard Orban. Gerhard Orban, Freunde. Ich würde fast sagen, den verpflichte ich. Schauen wir mal, was der hat. Er klingt auch sehr interessant, Ferrati, aber ich glaube, Orban oder Orhan, was auch immer, der ist dann noch ein Tickchen besser. Lass uns mal den Tag noch vorangehen und dann gucken wir uns den an. Was hat der für ein Rating? Was hat der gute Mann für ein Rating? Fußballschule. Eine 52 mit 15 Jahren. Die sind 17, haben sowas. Ihr seht's. Der hat super Potenzial ZDM. Okay, Orban müssen wir ab sofort ein bisschen mehr trainieren, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sehr, sehr stark. Nächste Partie gegen Mainz dann. Den Tabellen-12. Ja, müssen wir fast wieder gewinnen. Minimum unentschieden. Spielen auswärts, das macht's nicht so einfach, aber Minimum unentschieden. So, und wir gucken nochmal rein. Was gibt's da Neues? Da stand doch irgendwas, genau. Spieler des Monats. Der gute Müller mal wieder. Maxim fällt 8 Wochen aus. Vielleicht, dass wir da nochmal ein bisschen was reingehen. Gladbach. Achso, ich dachte schon, Gladbach sucht Trainer. War aber nicht der Fall. Akteure der Woche. Martinja Holland-Garic mit am Start. 3 Spieler von uns in der 11. der Woche beim Kicker. Das freut uns natürlich auch sehr. Und in dem Sinn würde ich sagen, war es das jetzt schon mal mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag, einen wunderschönen Tag. Jungs, macht's gut heute rein. Bis dahin, euer Wadeschlappen. Servus.